Hallo ihr Lieben, mein Name ist Virginia, ich bin 31 Jahre alt, ich bin aus dem schönen Deutschland und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe eine sehr, sehr lange Reise hinter mir, bis ich auf ROB und Thrive-Programm gestoßen bin. Ich kann mich erinnern, dass die Emetophobie bei mir im Alter von 8 Jahren begonnen hat und keiner hat bis heute die tatsächliche Ursache herausgefunden. Ist aber, soweit ich das jetzt weiß und so, wie ich das jetzt gelernt habe, auch nicht weiter wichtig. Ich habe einige Dinge unternommen, um aus dieser doch wirklich unangenehmen Lage ja, einen Weg herauszufinden, eine Lösung zu finden. Ich habe einige Therapieformen hinter mir, wie eine normale Verhaltenstherapie, auch ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik. Ich wurde ganz, ganz lange falsch therapiert. Es wurde eine Essstörung diagnostiziert, als ich ziemlich jung war. Wie wir jetzt wissen, war diese Diagnose definitiv falsch, weil ich hatte kein Problem mit meinem Gewicht oder mit meinem Aussehen oder mit dem Essen an sich, sondern ich hatte tatsächlich einfach Angst, dass wenn ich was esse, dass es tatsächlich wieder oben rauskommen könnte. Ich habe Hypnosetherapien hinter mir, ich habe Akupunktur hinter mir, ich habe, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert, habe ganz viel Geld investiert, um einfach endlich aus dieser Situation entfliehen zu können, vor mir selbst fliehen zu können. Und bin dann vor 3 Jahren auf ROB getroffen. Leider gab es dieses super tolle Programm nur auf Englisch. Und mein Englisch ist leider nicht ganz so gut. Ich habe es versucht, habe es dann aber doch wieder aufgegeben. Ja, ich war aber tatsächlich dann irgendwann so verzweifelt, weil dann doch diese Situationen, in denen man sich befindet, dann mit dieser ständigen Übelkeit und diesem ständigen nicht raus können, wann man möchte, diesem ständigen Panikgefühl, man ist irgendwann doch so überfordert, weil das Leben ja dann auch noch andere Herausforderungen mit sich bringt. Und ich habe nicht locker gelassen, habe mich immer wieder gemeldet und tatsächlich gab es dann einen Coach in Amerika, in Florida. Dieser Coach konnte dann tatsächlich Deutsch verstehen. Kann ich Englisch super gut, ich kann es nur nicht sprechen. Und so hat es auf diesem Weg super geklappt. Auf diesem Weg ein riesen, riesen Dank an Cheryl. Ich habe selten so eine tolle und herzliche Frau kennengelernt und sie ist mit mir dann einfach 8 Wochen durch das Programm. Auf diesem Weg ein riesen, riesen Dank an Cheryl. Ich habe selten so eine tolle und herzliche Frau kennengelernt und sie ist mit mir dann einfach 8 Wochen durch das Programm. Sie hat mich da wirklich sehr, sehr gut unterstützt und hat mir einige Gedanken, Muster und auch Dinge einfach in meinem Kopf aufgezeigt, die ich vorher selbst noch nicht wusste, obwohl ich mich 20 Jahre wirklich ganz stark mit dieser Thematik auch befasst habe. Und dass es dann irgendwie doch so simpel sein kann, sowas zu lösen. Natürlich ist der Weg aus einem Gedankenmuster, das man seit 20 Jahren sich angewöhnt hatte, nicht einfach und es ist extreme Arbeit an sich selbst. Ich habe jeden Tag immer wieder, beginne ich von vorne und nehme jeden Tag so, wie er kommt. Ich kann nur sagen, dass es mir nach diesem Programm um einiges besser geht als vorher. Ich verstehe, warum mein Körper das macht. Ich verstehe, warum mein Kopf das macht. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, aber ich habe viel, viel mehr Verständnis dafür. Ja, ich habe einfach auch gelernt zu akzeptieren, dass es mal schlechte Tage gibt, dass es nicht bedeutet, dass man von null anfängt, sondern dass es einfach auch mal Tage gibt und das einfach mal auch so sein lässt, dass man sich selbst auch einfach mal die Zeit gibt und nicht immer so streng und böse dann zu sich selbst ist, weil es ja augenscheinlich nicht normal ist. Also ich kann nur sagen, ich fühle mich freier, ich fühle mich... Ich bin wieder Herr über mich und ich freue mich auf die weitere Zeit und bin gespannt, inwieweit sich mein Leben noch verändern wird durch dieses Programm. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Rob, dass er da gerade in diese Thematik so viel Zeit investiert hat und so viel Arbeit. Und dass Rob doch diese ganze Emetophobie-Geschichte ein bisschen größer macht, sodass auch andere sie verändern. Ich möchte es
also jedem ans Herz legen, ob man Mama ist von einem Kind, das Emetophobie hat oder eben selbst an Emetophobie erkrankt ist, sich Rob anzunehmen und sich das Ganze einfach mal anschaut und es einfach mal zulässt. Und ich glaube, dass da ganz, ganz vielen Menschen da draußen geholfen werden kann. Und ich bin, wie gesagt, super dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte und bleib auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch da draußen auch ganz, ganz viel Kraft für diesen Weg und ganz viel Erfolg, einfach auf dem Weg dann irgendwann zu sein, das Leben wieder genießen zu können.